Heute steht ein Testländerspiel an und damit hallo nach Hause von Wolf Fuß und Frank Buschmann. Stammformation finden, neue Spieler testen, taktische Varianten einstudieren. Es gibt viele Gründe für Testspiele auch auf Länderebene. Die Clubtrainer argumentieren allerdings gern dagegen mit der hohen Belastung für die Spieler. Schauen wir doch mal auf die Startformation. Sie spielen es offensiver heute im 4-5-1. Walters. Schussversuch. Er schießt sofort, aber trifft nicht. Schade, aber super eingesetzt in der Szene. Damian. Soriano. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Fällt jetzt das Tor. Keine schlechte Flanke, aber das löst er gut. Jetzt schießt er. Ganz stark abgeblockt. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Super Timing. Den Ball holt er sich. Holahan. Soriano. Und den spielt er gleich wieder zurück. Pirlo. Und nun Pirlo. Er spielt den Pass zurück. Jetzt vielleicht. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Decilio. Pirlo. Und nun Coleman. Whelan. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. El Shaarawy. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Bertolacci. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. El Shaarawy. Pirlo. Chiellini jetzt am Ball. Nun Andrea Pirlo. Das war einfach. Und er hat den Ball. Damian. El Shaarawy. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit. Zermürbend für den Gegner. Schießt er ihn rein. Da schießt er den Ball knapp übers Tor. Brady. Nun James McCarthy. Whelan. Chiellini jetzt. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Bonucci am Ball. Bertolacci. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Soriano! Da war mehr drin. Bei dem Schuss hat nicht viel gefehlt. Das war die große Chance, hier in Führung zu gehen. Zur Pause noch keine Treffer. Durchgang 2 läuft.
Damian. Bertolacchi. Pirlo. Und Pirlo. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Er entscheidet auf Freistoß. O'Shea. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was sagst du? Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Jetzt ein weiterer Einwurf, dann wird's brenzlig. Whelan. Den Angriff blockt er ab. Klasse aufgepasst. Immobile. Vorteil, das ist die Chance zur Flanke. Er zieht ab. Coleman. Holahan. Da ist der Ball weg. Und nun ein Schuss. Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Nun James McCarthy. Brady. James McCarthy jetzt. Und jetzt haben sie den Ball. Parolo. Immobile. Abgewehrt vom Torwart. Und mit der Parade hält er sein Team im Spiel. Es steht weiterhin unentschieden. Gut gemacht vom Torwart. Er ist sicher bei dieser Ecke. Gut reagiert vom Torhüter. So verhindert er den Rückstand. Das ist die Chance. Rückpass zum Torwart. Sie haben den Ball. Guter Pass, der kommt an. McCarthy, den hält er super. Eine wichtige Situation jetzt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Toll gemacht von Chiellini. Vielleicht klappt es jetzt. Es gibt eine weitere Ecke. Und er wehrt die Ecke ab. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. McCarthy. Walters. Brady. Er schießt. Was für ein Tor! Und mit diesem Treffer sind sie vorne. Unglaublich. Wer hätte das gedacht? Du? Nein, ich glaube keiner. Wahrscheinlich sie selbst noch nicht mal. Jetzt heißt es aber vor allem eins. Ruhe bewahren. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Da ist das erste Tor und es hat bis in Durchgang 2 gedauert. El Sharawi. Jetzt wollen sie das Mittelfeld mit langen Bällen überbrücken. Sie brauchen hier das Tor. Sie müssen es erzwingen. Und jetzt wollen sie das Tor hier erzwingen. Werfen alles nach vorne. Mal sehen, ob sie Glück haben und irgendwie noch einer passt. Vasquez. Da passt er auf und hat den Ball. Keane. Oh, McCarthy. Das muss Freistoß geben. Und jetzt bringt er den Freistoß. Kein guter Freistoß, der geht direkt in die Mauer. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. McGinnis. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch.
Das konnte nichts werden, oder? Aus der Entfernung? Nee, da hätte schon alles passen müssen. Parolo. Bonucci jetzt. Wir fassen zusammen. Enge Kiste in diesem Freundschaftsspiel. Am Ende trennt sie nur ein Tor, Buschi. Knapp, ja.